So, grüß euch. Machen wir wieder was. Machen wir mal wieder was. Bauernproteste, Bürgerproteste, Sklavenproteste. Denn das sind sie ja letztendlich, ne? Sklavenproteste. So nah, wir sind ja keine Sklaven mehr, ne? Oder? Das kann man jetzt so nicht sagen. Also das kann man jetzt so wirklich nicht so sagen. Das ist Sklavenproteste. Ich habe mal ein Video gemacht. Das ist schon länger her. Da sprach ich über diesen wahren Diktator. Der wahre Diktator. Und wo der zu finden ist. Der ist nämlich nicht außen zu finden, sondern der ist im Innern zu finden. Dieses Ego, dieses missverstandene Ego, was permanent Wünsche aufwirft, Bedürfnisse, mit denen wir dann zu kämpfen haben, weil sie ja nach Erfüllung streben. Die uns also zwingen, uns bestimmten Dingen zu unterwerfen, damit uns diese Wünsche erfüllt werden. Ego. Dieser wahre Diktator, und ich nenne den auch wirklich Diktator, das Ego, der Diktator, wie wäre es, wenn wir befreit werden von dieser Last, von diesem inneren Diktator? Wie würde die Welt im Außen ausschauen? Das ist eine spannende Frage. Bhole Shah, ein indischer Mystiker, möchte ich mal sagen, hat mal zu Recht die Frage gestellt, mein Freund, dein ganzes Leben lang bist du damit beschäftigt, das Böse im Außen zu bekämpfen. Bist du jemals auf die Idee gekommen, das Böse in deinem Innern zu bekämpfen? Ich habe in vielen Videos gesagt, innen und außen ist gleich. Das, was wir da draußen wahrnehmen, mit all seinen Grausamkeiten, mit all seinen Unsäglichkeiten, die man eigentlich in Worte gar nicht mehr fassen kann, was da draußen in dieser Welt tatsächlich passiert. Aber natürlich auch mit den schönen Dingen, die da draußen passieren in der Welt, ist nichts anderes wie die Reflexion unserer inneren Welten. Die Welt da draußen ist nichts anderes wie eine Leinwand, auf die wir etwas projizieren. Wir merken es nur nicht. Deswegen kommen wir nie auf die Idee, mal zu schauen, wo steht denn der Projektor? Wo steht der Projektor, der das da draußen alles möglich macht? Welcher Film läuft da eigentlich? Wer hat das Drehbuch dazu geschrieben? Wenn wir ins Kino gehen, sind das die Fragen, die wir uns stellen. Wer hat den Film gemacht? Welche Geschichte? Um welche Geschichte geht es in diesem Film? Wer hat das Drehbuch geschrieben? Wer kommt auf solche tollen Geschichten? Aber bei dem Film unseres Lebens stellen wir uns diese Frage grundsätzlich mal gar nicht. Die wenigsten. Aber wäre das nicht mal wirklich nötig, mal zu hinterfragen, was es da auf sich hat? Mit dieser Welt? Jetzt haben wir wieder eine Zeit der Demonstrationen. Die wird noch intensivierter. Also das ist auch ganz klar. Das wird alles noch viel, viel krasser, was da auf uns zukommt. Ich kriege auch wieder Videos zugeschickt, die ich mir dann wirklich nur so intuitiv mal anschaue, so ein bisschen durchzappe. Und sage, kennen wir alles schon vor 4 Jahren, war das alles schon Thema. Es war alles schon Thema. Also es ist nichts Neues, was wir hier finden. Es ist überhaupt nichts Neues. Nur die Aufregung wird größer. Weil nämlich etwas passiert. Wir nähern uns dem Zeitpunkt, wo dieses System sein natürliches Ende finden wird. Und je näher wir diesem Zeitpunkt rücken,
desto mehr bekommen wir eine innere Unruhe. Weil in unserem Unterbewusstsein die Dinge schon verankert sind, was da auf uns zukommt. Wir denken aber nie darüber nach. Ich höre auch immer wieder so Argumente, ach weißt du, wir haben noch Zeit. Ja, komm, lass das jetzt mal 10, 20, 30 Jahre so dahin gehen und dann kommt schon eine bessere Zeit. Und dann? Was passiert denn dann? Ich hatte auch Diskussionen mit Menschen, die sagen, ja, es gibt so einen sanften Wechsel. Das muss alles gar nicht so hart kommen. Es braucht den sanften Übergang in die neue Zeit. Und dann schaue ich mir mein Umfeld an und schaue die Menschen in meiner Umgebung an und stelle immer wieder fest, es gibt keinen sanften Übergang. Denn auch ein sanfter Übergang braucht zwingend notwendig Reflexion und Nachdenken. Ich muss doch mal drüber nachdenken, was ich für ein Leben führe, was ich konsumiere, wieso ich konsumiere. Was steckt denn hinter diesen Dingen? Das sehe ich aber nicht. Ich sehe, dass unsere Gemütlichkeit bedroht ist, unsere Bequemlichkeit wird bedroht. Ja? Unser Lebensstil ist bedroht, der ja zuallererst sich mal über Materialismus definiert. Das ist ja wichtig. Ja? Dieser Materialismus, der uns scheinbar glücklich macht. Das ist jetzt bedroht. Jetzt fangen die Menschen an zu rudern. Aufzubegehren. Was ist daran neu? Ja, weißt du, Wolfgang, ich höre dann immer, jeder hat halt so seine Zeit, wann er aufwacht. Ja? Wach zu sein bedeutet, die Wahrheit zu sehen. Wach zu sein bedeutet, aus dem Traum erwacht zu sein. Oder? Und zwar voll und ganz. Ist das so? Sind die Menschen erwacht? Sind sie aus dem Traum erwacht und haben sie erkannt, dass auch diese Welt, diese physische Welt, nur ein Traum ist? Dass dieser physische Körper irgendwann vergeht? Ist uns das bewusst? Nein, wir wissen es. Und wir setzen Wissen mit Bewusstsein gleich. Großer Fehler. Wir wissen zwar, dass wir uns irgendwann in die Kiste verabschieden müssen, aber es ist uns nicht bewusst, was das bedeutet. Es bedeutet Loslassen. Letztendliches, zwangsläufiges Loslassen von diesem ganzen Irrsinn der Materie. Dieses sich binden an diesen ganzen Wohlstand, an diesen materiellen Wohlstand. Es gibt ja auch einen geistigen Wohlstand. Nur darüber sprechen wir ja grundsätzlich nicht. Wenn wir von Wohlstand sprechen, meinen wir natürlich den materialistischen Wohlstand. Was denn sonst? Wir sind ja Wesen aus Materie. Und deswegen, wir sind auch Kinder dieser Welt. Das höre ich auch immer wieder. Wir sind ja Kinder dieser Welt. Sind wir das? Wenn doch dieses Kind, dieser physische Körper, der aus den Baustoffen dieser Welt generiert wurde, irgendwann verschwindet, was sind wir dann? Kinder dieser Welt? Das Fahrzeug wurde geformt aus den Materialien dieser Welt. Das Fahrzeug. Wir selbst sind aber nicht das Fahrzeug. Warum lassen wir den Materialismus nicht einfach sterben? Warum klammern wir uns mit aller Macht so sehr an diese Bequemlichkeit und an diesen materiellen Wohlstand? Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne, nehme er doch Schaden an seiner Seele. Ist es nicht so? Das finden wir übrigens auch in anderen heiligen Büchern, nicht nur in diesem Buch. Ne? Dieser Hinweis auf das, was wir wirklich sind.
Unsere gesamte Ausrechnung geht nur in diese materielle, physische Welt. Jetzt haben wir uns vorgelebt über einen ewig langen Zeitraum, dass diese Systeme, die wir uns selbst erschaffen haben, und ich sage ganz bewusst, die wir uns alle selbst erschaffen haben, funktionieren nicht. Es ist nicht Zeit, etwas anderes zu finden, was dauerhaft ist. Ist es nicht Zeit, jetzt umzudenken, unser Leben zu verändern? Ja, aber die anderen machen es auch nicht. Die anderen machen es ja auch nicht. Wir müssen immer auf die anderen warten, ne? Ja? Es braucht Mut. Es braucht Mut, aus den Reihen der Dumpfheit einen Schritt nach vorne zu tun und zu sagen, ich mache hier nicht mehr mit. Ich werde etwas ändern in meinem Leben. Ich mache nicht mehr mit. Ich brauche diese Bequemlichkeit nicht mehr. Ich brauche dieses Leben in dieser Art nicht mehr. Ich suche etwas anderes. Wir müssen die Welt nicht verlassen, wir müssen noch nicht einmal die Welt des Materialismus verlassen, um uns nach innen zu wenden. Denn wisset ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist des lebendigen Gottes in euch wohnt? Versteht ihr? Das ist so simpel. Mein alter Meister hat mir gesagt, die Wahrheit ist so einfach, dass ihr sie nicht versteht. Wisset ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist des lebendigen Gottes in euch wohnt? Wir glauben, in der Zukunft wird irgendein Meister irgendetwas schön bereiten für uns, dass wir nach unserem physischen Tod in diese ewige Heimat einziehen können. Ist das so? Ja, aber Jesus hat es doch gesagt. Ja, klar hat er es gesagt, aber zu wem hat er gesprochen? Zu seinen Anhängern oder zu seinen Schülern? Da wird nie unterschieden. Es wird nie unterschieden. Das Reich Gottes ist nah. Es liegt inwendig in euch. Wir beten um Gott, wir bitten, wir betteln. Denn das ist der eigentliche Begriff. Wir beten ja nicht, sondern wir betteln bei Gott um irgendetwas. Wir betteln um den Weltfrieden. Aber haben uns schon mal die Frage gestellt, was in uns, in unserem eigenen Herzen los ist? Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter, friedliebender Mensch. Warum stört dich dann der Krieg da draußen? Warum ist das so? Warum bitten wir um Weltfrieden? Warum bitten wir nicht um Frieden in unserem eigenen Herz? Warum bitten wir Gott nicht um Hilfe, nach innen zu gehen und zu erkennen, was da in mir nicht in Ordnung ist? Denn solange wir dort nicht reinschauen, erkennen wir auch nicht, was wir dazu beitragen, warum es in der Welt so aussieht, wie es eben dort aussieht. Wir sind der Überzeugung, wir sind gute Menschen. Und unser ganzes Tun ist bestimmt von dem Guten und dem Göttlichen. Ist es so? Ist es so? Wir regen uns nicht auf, wir sind nicht zornig, wir sind nicht neidisch, wir sind nicht eifersüchtig, wir haben keine weltlichen Wünsche. Lust, Gier, Zorn. All diese Sachen gibt es in mir nicht. Ich bin befreit davon. Wir wollen eine bessere Welt, aber wir wollen uns selbst nicht verändern. Oder nur wenige. Es ist immer einfach, mit dem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, hey, ihr müsst jetzt endlich mal was tun. Ihr müsst endlich jetzt mal
was verändern. Ne? Solange ihr da nichts verändert, kann ich auch nicht. Oder? Dann kann ich auch nicht. Das ist doch ein trauriges Spiel, oder? Das ist ein trauriges Spiel. Wir zeigen mit dem Finger auf Politiker, die wir selbst gewählt haben. Wir sind selbst Teil des Systems. Und haben dieses System immer gefüttert, gefüttert, gefüttert und gefüttert. Über Jahrzehnte, über Jahrhunderte haben wir das System gefüttert. Aber es ist nicht unsere Schuld. Ne? Jetzt fällt uns alles auf die Füße und es wird heftig schmerzen. Weil es ist ein schwerer Brocken, den wir uns da wirklich angeschafft haben. Es ist ein schwerer Brocken und der fällt uns jetzt auf die Füße. Ein sanfter Wandel, ein sanfter Übergang kann im Kollektiv nicht passieren. Der kann nur in mir stattfinden. Indem, dass ich jetzt anfange, mich selbst zu reflektieren. Wir machen alles da draußen in dieser Welt fest. Versteht ihr? Alles ist nur die Welt da draußen. Die Welt ist böse. Die Menschen sind böse in der Welt. Schaut euch an, was die Menschen da draußen in der Welt. Ich bin Teil davon. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Mag sein, dass ich vielleicht vegan bin und Tierleid vermeide. Aber wie schaut es aus mit meinem Smartphone? Wie schaut es aus mit meinen Autos? Fahre ich ein neues Auto mit schön viel Elektronik drin? Tausende von Computern drin, die aus den gleichen Grundstoffen bestehen wie mein Smartphone, wie mein Tablet. Sind wir genügsam in unserem Leben? Haben wir tatsächlich einen einfachen Lebensstil? Das wären doch die eigentlichen Fragen. Wo fütter ich dieses System noch? Wo lässt sich's vermeiden? Manche Dinge lassen sich halt noch nicht vermeiden. Wir sind ja nicht als Eremiten erschaffen. Das sind immer nur wenige. Sind wenige Menschen, die tatsächlich so ein Eremitendasein leben können. Weil sie dafür ausgelegt sind. Die meisten können es nicht. Die meisten sind soziale Wesen, die in ihren Familien, in ihrem Freundeskreis einfach gebunden sind. Da geht es auch nicht darum, den zu verlassen. Es geht darum, mutig zu werden und sich aus den Klammern, aus den Klauen dieser sozialen Systeme zu befreien und in ihnen zu bleiben. Das ist hart. Das ist wirklich hart, weil da gibt es Anfeindungen, da wird man beleidigt. Aber wenn wir etwas wirklich wollen, dann müssen wir uns diesen Disziplinen unterwerfen. Disziplin kommt übrigens von dem Wort Discipulus, dem Schüler. Das ist lateinisch. Und Schüler sein bedeutet lernen wollen. Disziplin ist nicht etwas, was ich mir auferlegen lasse oder was ich mir auferlege, um mich zu kasteien, sondern es ist die Konsequenz meiner Entscheidung, lernen zu wollen. Wenn ich die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen möchte, muss ich trainieren. Das ist ganz klar. Wenn das mein Wunsch ist, mein Herzenswunsch ist, die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen zu wollen, dann muss ich trainieren. Und zwar jeden Tag. Das ist die Disziplin, die ich dann aufbringen muss. Aber jemand, der das wirklich möchte, bringt die Disziplin auch auf. Weil er etwas wirklich möchte, mit ganzem Herzen. Egal welche Religion wir angehören, ob das nur Christentum ist, Islam, Buddhismus, Sikhismus, Hindus, was auch immer. Wir haben eine große Gemeinsamkeit. Das ist die fundamentale Gemeinsamkeit. Wir glauben an alle, an einen Schöpfergott, der aus dem Nichts heraus all diese wunderbaren Dinge erschaffen hat. Oder? Das verbindet uns alle. Das ist religionsübergreifend. Es gibt noch, übrigens noch mehr Dinge, die religionsübergreifend sind. Und zwar immer die fundamentalen Sachen.
Wenn wir nun also an einen Gott glauben, der aus dem Nichts heraus alles erschaffen hat, und dieser Geist, der Geist dieses lebendigen Gottes in uns wohnt, was glauben wir eigentlich, was Gott in unserem Leben nicht könnte? Versteht ihr, was ich meine? Wir haben Probleme und wir versuchen die Probleme immer mit der gleichen Sichtweise, mit dem gleichen Denken zu beenden, mit denen wir sie geschaffen haben. Und wenn wir dann mal wieder zu Gott gehen und dort bitten und betteln um irgendwelche Dinge, dann nur immer aus der Angst heraus und aus der Verzweiflung. Gott, wenn es dich jetzt noch gibt, bitte, Weltfrieden, lass, dass das alles aufhört. Wir stellen uns aber nie die Frage, warum existiert es überhaupt? Warum ist es denn die Grausamkeiten der anderen? Das ist schon klar. Wenn aber der Geist des lebendigen Gottes in uns wohnt, wo ist dann die Quelle allen Seins? Wo ist die Quelle aller Liebe? Wo ist diese Kraft, die aus dem Nichts heraus alles erschaffen hat? Wo? Irgendwo weit außerhalb? Gott? Wir glauben ja immer, Gott ist so irgendwo, ne? Gott war nicht dumm, als er uns Menschen erschaffen hat. Er hat sich selbst in uns hineinversetzt. Er sitzt da in uns drin. Aber dazu müssten wir mal kramen. Dazu müssten wir mal den ganzen Dreck, der in dem Haus ist, den ganzen Unrat einfach mal rauswerfen. Das wäre unsere Arbeit. Aufzuräumen. Entwickeln. Etwas wegnehmen. Das, was wir von Leben zu Leben drumherum gehüllt haben und Gott unglaublich toll versteckt haben, das müssen wir alles wieder wegnehmen. Wir haben ihn umhüllt. Er selbst hat es nicht getan. Er sagt es uns ja selbst. Er sagt es uns selbst. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist des lebendigen Gottes in euch wohnt? Er hat uns doch klar gesagt, wo wir suchen müssen. Tun wir das? Tun wir das? Das ist doch eine fundamentale Frage. Wir beschweren uns über die Kriege da draußen und merken gar nicht, dass der Krieg in unserem Herzen tobt. Wisst ihr, auch die Begrifflichkeit hat sich geändert. Heute lese ich überall nur, du musst deinem Herz folgen. Früher, in alten Tagen, hat man noch über ein reines Herz gesprochen. Ein reines Herz. Etwas, was gereinigt wurde, in dem die Göttlichkeit wohnt. Heute sprechen wir nur noch von Herz. Also auch da, man merkt es sprachlich, eine unglaublich große Verwirrung, die stattgefunden hat. Denn in diesem Herz, das ist das Schlachtfeld, von dem die Moslems sprechen, Dschihad. Der heilige Krieg, er findet in unserem eigenen Herzen statt. Haben wir das jemals begriffen? Haben wir jemals begriffen, dass solange da drin kein Frieden herrscht, da draußen auch keiner sein kann? Dass solange wir selbst den Vorgang des Tötens praktizieren oder den Vorgang des Tötens stillschweigend dulden, es niemals Frieden geben kann in unserem Herz. Wie soll das passieren? Wenn wir Gebote, wie du sollst nicht töten, nicht verstehen, wie soll dann Frieden in unserem Herz Einzug finden? Wie soll das funktionieren? Wir wissen seit Jahrzehnten, wissen wir, wie bestimmte Produkte hergestellt werden, wie sie produziert werden, mit unsäglicher Unmenschlichkeit, mit Leid, mit Tod, wo Kinder getötet werden, in irgendwelchen Koltanminen, irgendwo Sklavenarbeit verrichten müssen, siehe China. Ja, in China gibt es Sklavenarbeit.
Das ist jetzt nicht unbekannt. Das weiß man seit Jahrzehnten. Und trotzdem kaufen wir diese Produkte aus China. Ja, ich weiß, es ist schon fast gar nicht mehr anders möglich. Ne? Auch deutsche Autos, wo kommt denn die ganze Elektronik her? Ist das alles made in Germany oder wie ist das? Versteht ihr? Und genau das ist das Problem. Wir lassen alles einfach geschehen. Es ist uns wurscht, wir trennen uns von den Dingen. Ich bin ja nur der Konsument, ich stelle es ja nicht her. Aber ich brauche es ja unbedingt. Ne? Brauche unbedingt, alle spätestens alle 2 Jahre ein neues Handy. Mit dem alten kannst du ja nichts mehr machen. Jetzt, wo alles mit 5G läuft, oder? Kannst du mit den alten nichts mehr anfangen. Ich brauche jetzt das Neue. Und das Rad dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und wir kommen aus den Ausreden nicht raus. Irret euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist noch so ein schlauer Spruch. Wenn also Gott in uns wohnt, glaubt ihr, er sieht alle Dinge nicht? Ich war mal in Bahrain auf Montage. Da bin ich abends immer gern, 5 Tage war ich dort, bin ich abends gern in die Bar gegangen. Sonst war ja nichts los, ne? War in einem Hilton-Hotel untergebracht und ging abends an die Bar und habe mich dort mit einem Einheimischen angefreundet. Ungefähr mein Alter gehabt damals. Und wir haben uns sehr interessiert unterhalten, eben auch über Glaubensgeschichten. Und da saß unten, war immer so ein Tisch mit 4 diesen, ich nenne es mal typischen Arabern, so mit ihren Tüchern und ihrem Reifen da oben drum und ihren weißen Gewändern. Und der Kerl, mit dem ich da unterhalten habe, der hat ganz normale westliche Kleidung angehabt, war beim Militär. War bei der Marine und wir haben uns dann unterhalten und hat gesagt, tja, Religion ist das eine. Wir haben uns, sind da gesessen und haben uns über Gott unterhalten. Wir hatten kein Problem mit. Dann hat er gesagt, bei solchen müsst ihr aufpassen. Sag ich, wieso? Er sagte, weil das sind Strenggläubige, die da unten sitzen. Sag ich, warum sitzen die dann im Hilton Hotel und saufen da ihren Whisky, wenn sie doch strenggläubig sind? Dann sagt er, ja, weil die davon ausgehen, dass Allah nicht in das Haus von Ungläubigen geht. Also können wir dort all die Dinge tun. Alles sieht's ja nicht. Versteht ihr, das ist eine sehr kindliche Haltung. Aber diese kindliche Haltung, haben wir die nicht alle irgendwo? Oh Gott, ist irgendwo ganz fern, ganz weit weg. Und sieht man ja auch, er lässt ja all die Grausamkeiten zu in der Welt. Also sieht man ja, er ist getrennt von seiner Schöpfung, er ist gar nicht da. Oder? Genau, also kann ich ja auch all die Dinge tun. Sieht er ja nicht. Ja? Gott war da ein bisschen schlauer wie wir. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist des lebendigen Gottes in euch wohnt? In uns? Ist nicht auch er derjenige, der durch unsere Augen nach außen schaut? Und gleichzeitig auf unser Herz schaut? Er sieht beides. Wir sehen nur das, was unsere physischen Augen uns da draußen sehen lassen. Er sieht beides. Er sieht auch unser Herz. Wenn wir uns doch nur über die Allgegenwärtigkeit Gottes bewusst wären, könnten wir so viele Dinge nicht mehr tun. Solange wir noch glauben, wir könnten die Dinge, die tief in unserem Herz verborgen sind, verstecken, vor irgendwem, wird sich nichts ändern, solange wir das glauben. Jetzt leben wir in der Zeit der Apokalypse. Es wird entschleiert und enthüllt, was bis jetzt verborgen war. Die Dinge, die tatsächlich in unserem Herz stecken, kommen an die Oberfläche und sie werden sichtbar. Für alle und für jeden. Das wird noch ein schmerzhafter Prozess für sehr, sehr viele Menschen. Aber für die, die wirklich wissen wollen, die Schüler sind, die sich als Schüler verstehen und lernen wollen, ein unglaublich wertvoller Prozess.
Denn sie sind es, die wirklich wissen wollen, die wirklich verstehen wollen, die ausbrechen wollen aus diesem Irrsinn. Schaut euch die Welt an. Ja, Wolfgang, weißt du, du bist immer so negativ. Das höre ich auch öfter. Du bist immer so negativ, ja. Du bist immer so. Es gibt doch auch so schon viele schöne Dinge in dieser Welt. Ja, die gibt es auch. Aber die will ich ja nicht verändern, oder? Die schönen Dinge, die will ich, dass sie so bleiben, wie sie sind. Die wirklich gut und göttlich sind. Aber es geht doch darum, das, was nicht stimmig ist, zu verändern. Und dazu muss man den Finger in die Wunde legen oder sogar ein bisschen Salz draufstreuen, damit es mal brennt und wehtut. Damit man hinschaut. Damit man lernt, hinzuschauen. Weil bis jetzt haben wir nur gelernt, wegzuschauen. Geht uns ja alles nichts an, oder? Deutschland. Oh, Deutschland, das ist hier. Deutschland ist wichtig. Alles, was da draußen in der Welt passiert, was interessiert uns Deutsche das? Das ist mein Haus. Ne? Meins. Die nächste Grenze. Ne? Was interessiert mich das, was außerhalb dieser Mauern ist? Das interessiert uns nicht. Wir werden mit einer Zeit konfrontiert werden. Wir werden mit Leid konfrontiert werden, was wir uns in unseren schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Das wird kommen. Ich stelle mir immer die Frage, wie Menschen immer glauben können, dass es nicht kommen wird. Glauben wir wirklich, wir könnten ein Verbrechen nach dem anderen begehen, ohne dass es Konsequenzen hat? Ich nenne es wirklich Verbrechen. Das mag jetzt provokativ sein, aber es ist richtig an dieser Stelle. Denn nicht nur das selber Töten zieht Konsequenzen nach sich, sondern auch das Töten lassen. Du sollst nicht töten. Was daran hat man nicht verstanden? Gibt es einen Zusatz dazu? Menschen? Du sollst keine Menschen töten? Steht es da drin? Du sollst nicht töten. Steht es, es ist nicht nur die Komponente, nichts zu töten oder nichts töten zu lassen, sondern da ist noch was anderes. Wenn wir uns von dieser Schuld befreien, wird unser Herz leichter, deutlich leichter. Ganz viele Menschen, die zum Beispiel aufgehört haben, Fleisch zu essen, wissen das. Es passiert etwas in uns. Und dadurch, dass etwas leichter wird in uns, haben wir auch mehr die Möglichkeit, noch tiefer zu blicken. In unser wahres Selbst. Tiefer, tiefer und noch tiefer zu blicken. Versteht ihr, alle Religionen auf dieser Welt fordern uns auf, das Göttliche in uns zu finden. Alle. Sie fordern uns auf, nach innen zu gehen. Wir haben nur gelernt, nach außen zu schauen. Und da gibt es keine Alternative dazu. Die Quelle allen Seins liegt in uns. Die Quelle aller Liebe liegt in uns. Alles liegt in uns. Und wir hören nicht auf, da draußen zu suchen. Und noch mehr Erfolge zu generieren. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Wann hört dieser Irrsinn endlich auf? Wir spüren ein Defizit. Automatisch müssen wir es auffüllen mit Materie. Wie können wir ein Defizit in uns mit Materie auffüllen? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Wer ist denn schuld, dass wir zu Sklaven geworden sind? Die anderen? Wir haben uns selbst zu Sklaven machen lassen, freiwillig.
Und es liegt an uns, dieses Spiel auch freiwillig wieder zu beenden. Darum geht es. Ich lese so viel von, wir sind Schöpfer, wir sind dieses und jenes. Wo denn? Wo sind denn die Schöpfer? Versteht ihr? Wenn ich ein Schöpfer bin, was mache ich denn dann? Wenn ich ein wahrer Schöpfer bin, erschaffe ich aus dem Nichts heraus alles. Krass. Aber das ist unser Schicksal. Das ist unser Geburtsrecht. Eins zu sein mit dieser schöpferischen Kraft. Und sie nicht zu manipulieren, wieder zu manipulieren, durch unsere eigenen Vorstellungen, durch unsere eigenen Wünsche, wieder zu manipulieren. Wir sollten zuerst zur Quelle. Und wenn wir mit dieser Quelle verbunden sind, dann sind wir im göttlichen Willen eingebettet. Und alles, was durch uns geschieht, ist im göttlichen Sinne. Aber wir verkürzen das Spiel. Wir verkürzen das Spiel. Wir sagen, wir sind schöpferische Wesen, wir sind gottgleiche Wesen, also können wir tun und lassen, was wir wollen. Das ist krass. Das wäre nämlich das Gleiche, wie wenn wir den ersten Tag unseres Medizinstudiums sind und eine Herz-OP an andere Menschen vornehmen wollen. Würde das funktionieren? Sicher nicht. Der Patient wird sterben. Das wird die Konsequenz sein. Und genauso ist es in dieser Welt auch. Dass wir zwar richtige Annahmen haben, aber uns der Schulzeit, der Ausbildung entziehen. Weil die Annahme schon reicht, dass wir göttliche, schöpferische Wesen sind. Welch Irrtum. Und deswegen wird die Welt daraus nicht besser. So trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Was hat Jesus gesagt, als er gefragt wurde, welche Gebote er gebracht hat? Daraufhin hat er ja geantwortet, ich bin nicht gekommen, um neue Gebote zu bringen, ich bin gekommen, um die alten zu erfüllen. Aber eins gebe ich euch. Liebt Gott von ganzer Seele, ganzem Herzen, mit all eurer Kraft. Und eines gebe ich euch noch dazu. Liebe deine Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde. Selbstliebe, esoterisches Schlagwort. Es ist die Aufforderung. Es ist nicht die Aufforderung, sich zu lieben. Es ist die Aufforderung, sich selbst kennenzulernen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Eine Aufforderung, sich selbst kennenzulernen. Denn alles, was ich nicht kenne, kann ich auch nicht lieben. Wie soll ich etwas lieben, von dem ich gar nicht weiß, dass es existiert? Es ist eine Aufforderung zur Selbsterkenntnis. Das ist das Wesen einer jeden Religion. Der Weg der Selbsterkenntnis. Und es wäre wirklich schön, dass viele Leute, die da draußen in dieser Bewegung sind, wieder an den Mikrofonen stehen und dort irgendwelche Dinge hineinkrakehlen. Sich darüber auch mal Gedanken zu machen, ob eine Energie nicht besser gerichtet wäre, wenn sie nach innen gehen würde. Zur Selbsterkenntnis. Damit wir eine wirklich tatsächliche, bessere Welt erschaffen können. In dem Sinne, gehabt euch wohl.